In der letzten Folge auf Beams Road to Arsas Server wurden wir leider von den Alphas geradet, komplett gewiped von einem übel OP-Karcher. Daraufhin haben wir aber nicht aufgegeben, sondern uns in den Sumpf zurückgezogen und müssen dort praktisch bei Null starten. Das heißt, ich habe mir schon einen Barry geholt und jetzt wollen wir natürlich noch ein paar weitere Tames. Aber wie gesagt, waffenmäßig, rüstungsmäßig, bei allem sind wir komplett auf Null. So ein U machen, ne? Achtung, ich komme. Platzier. Jo, scheiß auf eine Falle. Ich mach Bodyblocken, ja. Pass auf, jetzt wird er gleich... Nein! Was? Ich hoffe, es war nicht zu viel. Okay. Eigentlich nicht. Gut, sehr gut. Warte. Vielleicht... Oh nein! Es geht wieder los. Tüler! Oh, leck mich am Arsch. Nee, die sind schon wieder da. Ey. Wie? Ich hab bloß das Piepen von der Rakete gehört. Jawohl. Wie geht das, dass die immer dort sind, wo Shiva ist einfach? Das ist halt schon, das ist doch einfach komisch. Es ist einfach komisch, oder? Jetzt mal ohne Mist. Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass genau die gleichen und es kommen andere. Vor allem, ihr müsst nur überlegen, ich hab gegen die oben gekämpft schon. Bei den Wasserdingern. Ey. Also, wisst ihr, bei den Perlen. Ja, hinter mir ist ein Tylakuleo her. Er ist runtergefallen. Ja. Hier ist ein Tylakuleo hinter mir. Ich sag ja, die ganze Gruppe wird kommen. Dann sind die an unserer Base. Shiva, das ist ein Karcher bei unserer Base. Das ist ein Karcher. Was ist hier los? Keine Ahnung, wir sind nicht da. Blacky war gerade noch da, aber der ist jetzt weg. Was soll ich tun? Und jetzt sind sie hier im Sumpf? Das ist doch nicht normal, oder? Wie machen die das? Ich laufe da einfach hin und trete ihnen nach. Alter, ich bin gerade aus vom Baryonyx abgestiegen und hatte meinen Fallschirm gezogen. Ich bin also neben meinem Baryonyx ganz langsam den Boden geglitten. Bist du der Frosch? Ja, hier oben am Baum. Nee. Ja. Oh mein Gott, Lenkgranate auf mich. Oh, wirklich. Okay, sie sind also doch da. Mhm, die hat mich getroffen, volle Pulle. Komplette Flak ausgezogen. Das ist aber kein Tüler, das war ein Frosch. Wie sie auf mich zukommt und du tust halt ausweichen, weißt du, du kommst nicht weg. Das ist so belastend. Das ist lächerlich, oder nicht? Nee. Den wäre ich richtig auf den Sack gegangen. Ich sehe ihn nicht mehr, aber er war jetzt näher an unserer Base. Also wer immer das war, er war viel näher. Sie hat auch eine Rakete in die Fresse gekriegt. Ja, aber ich hab's überlebt. Ich hab mir wieder die Tür zumachen, sparen. Wenn eine Rakete kommt, ist die Tür eh weg. Wir hatten de facto keine Base und dort, wo wir uns nur ein bisschen aufbauen wollten, um überhaupt wieder ans DAF zu kommen, waren auch schon wieder Gegner. Das heißt, wir haben uns entschlossen, dort wegzuziehen und stattdessen lieber ein paar Buden aufzumachen mit ein paar Granaten, die wir unterwegs gefunden hatten. Aber dann hat uns der Chat ziemlich abgelenkt. Der war dort vorn. Also wirklich arschnah. Mhm. Irgendwo dort bei dem Felsen, an einem Rand. Und ich bin halt weggejietet wie ein Geronimo mit meinem letzten Barry. Wir nehmen aber alles mit, was irgendwas uns bedeutet. Der Server ist nur Rocket PvP, stammt von Mika. Genau unsere Meinung. Leni, die nur mit Rocket schießt. Oder er ist natürlich ein R. Nein, Beta-Chives brauchen wir eh nicht. Alter, ich habe schon ein zweites Arschloch, ja, von der Rakete. Soll ich das mal reinschreiben? Ja, aber schreib A-Loch, dann kannst du nicht gebannt oder irgendwas dafür, warum auch keine Beleidigung. Schreib das mal. Vor allem, die brauchen keine B-Tests. Das macht doch kein Schwein mit solchen Raketen. Die Aussage ist richtig frech. Ja, auf jeden Fall. Vor allem, was sind denn Betas, Alter? Und wer schreibt Alpha mit F? Es gibt Leute Alpha. Alpha-Leute, ja. So, eine Granate noch. Sehr gut. Leni, Alpha mit PH geschrieben. Sehr gut. Seit wann das? Alter, das mit Doppel-S und seit mit D. Wie kann man denn in drei Wörtern zwei Fehler machen? Oh. Aber Betas brauchen wir mit A, Alter. Oh mein Gott. Also, unser Triumph ist die Rechtschreibung. Ich scroll nicht mehr ein. Das ist aber auch wirklich einfach. Oh, es fehlt Stein. Ich bringe Stein. Wo ist denn jetzt mein Holz hier hin aus dem Ding? Ich habe das nie in die Forge gezogen.
Das war mein Schnelltasten drin. Ich bring neues, Leute. Ich hab's extra noch zusätzlich in den Ofen gepackt. Shiva, atmen, atmen. Was ist denn nur mit ihr, Mann? Wenn du so lachst, muss ich auch die ganze Zeit lachen, wirklich. Und dann höre ich das Piepen nicht, wenn die Raketen geflogen sind. Das sind die richtigen Alpha-Capitals, ey. Jetzt kommt Snew, Alter. Jeder warum halt den Trap-Dolo-Dude. Ich gebe zu, ich hatte irgendwie gehofft, dass wenn ich uns Solo-Dude nenne, dass wir da nicht mehr so oft geratet werden. Aber Snew hatte recht, es war faktisch falsch, also habe ich uns Isa hat Freunde genannt und das ist ja wohl richtig. Okay, wir haben dann 10 Granaten. Ich denke, das reicht. Wir sind ja auf 4, guck! 4! Lost. Shiva stirbt gerade! Das ist schon. Was ist denn mit Shiva los, Mann? Da guckt ihr das an. Oh Gott, das tut mir nicht. Ich versuche mich jetzt wieder zu konzentrieren. Wenn du so lachst, da rupft's mich wirklich. Ich will hier schon. Kommt ihr? Oh Gott. Warte, warte. Ich atme erst kurz, warte, ich bin gleich da. Die haben 4 mit F geschrieben. Das war der ausgegebene Punkt. Nein, alles gut. Oh Gott, warte. Oh mein Gott. Ihr denkt noch an den, an den Beamer. Ja. Ja. Wo bist du denn? Na, beim Beamer. So. Oh mein Gott. Der Beamer tämt ja auch noch. Echt. Das ist die Verzweiflung. So, und jetzt stellst du den hier hinter, hier hin. Und damals unseres Müsli. Und hier bauen wir dann noch eine Base hin. Und U drücken. Gut, du kannst drücken. Okay. Wie? Bin nur noch stuck. So, jetzt. Und jetzt Black Beauty hinterher. Folgen Sie mich. Ja. Yeah. Wir machen jetzt. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen Nomaden-Lifestyle. Ich habe einen Barry, sie hat einen Reh und Blackie ist auf dem Frosch. Raptorn davor? Die ist offen. Ja, ist offen. Nee, das heißt, er ist immer drin. Stimmt, da ist einer drin, der zack gerade das Bett. Ich gehe hinterher. Ich habe den Typen gebolert. Der Typ ist gebolert. Der hat eine Shotgun, der hat eine Kettensäge, der hat sich befreit. Ich treib ihn raus. Wo ist er denn? Ich hab ihn reingefrockt. Da kommt noch ein Typ hinter uns, Shiva, dreh dich um. Hier ist noch ein Typ. Wir sehen. Kriegst du ihn? Der wirft Granaten. Ich merk's, ich hör's. Das ist ja genau so ein Arschloch. Der Typ hier ist an Fallschaden gestorben. Der ist tot. Ich hab ihn die Klippe runtergekickt. Kurz, wer das ist. Ich hab keine Bogas. Black Eye! Ah, das sind unsere Nachbarn! Ich korrigiere, das sind unsere ehemaligen Nachbarn. Bevor wir nämlich auf den östlichen Inseln geraidet wurden, haben die dort auch gewohnt und wir haben die dort mehrmals gekillt. Einmal haben ihre Base aufgemacht und einmal kamen sie dann zur Rache für unsere Base und wollten uns killen. Da haben wir sie dann aber auch weggeplättet. Auf jeden Fall wussten wir aber, dass sie sich inzwischen auch schon wieder dort aufgebaut haben und da wollten wir dann später eh nochmal vorbeischauen. Deswegen war es ganz gut, dass sie uns jetzt daran erinnert haben. Ich muss jetzt den Weg wieder finden. Du hast ihn rausgelassen. Wieso ich? Weil du ihn rausgelassen hast. Kommt er in meine Richtung? Ich glaube, der kommt hier runter. Ja, der ist unten. Wo? Da, hier. Vorbei. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn auch. Der kann... der ist auf dem Raptor. Mhm. Gut, ich bin hinter ihm dran. Komm mit, Shiva, komm mit. Ich komm. Wir können ihn nämlich bolern. Ich hab keine Bolas. Weiß nicht warum. Wuhuhuhu! Ich kann nicht sehr viel mitnehmen. Ja, aber das kann ich sagen, ja, kein Gewicht. Der Raptor ist gleich dead. Das
Wichtigste ist gar nichts. Der hat so gut wie gar nichts. Raptor ist dead. Komm, lauf ins Wasser. Sei dumm, lauf ins Wasser. Hab ihn. Red Eye. Hinter dir, Picker. Was sagst du, der will die Eis klauen? Was hat denn die geklaut? Ist das wichtig? Fleisch. So, das ist egal. Okay. Gut, ich loot den. Guck mal den Raptor an von ihm, bitte. Loot den mal. Hm? Der hat da bestimmt reingepackt, oder? Ich loot alles. Also, das ist nicht viel. Es ist nur ein bisschen Schoko und Metal. Ja, ich guck mal. Der Typ, was der hat. Ach, du sagst 1000 Skins. Im Raptor ist nix. Okay. Also, Skins hatte der ganz viele. 9 Narkotik. Pfeile. Aber auch hier 42 Narkosepfeile. Nein. Der hat die ganzen Skins. Frosch überladen. Schlecht. Zwischendrin haben wir noch ein paar Alphas gekillt, damit wir auch endlich mal Level 100 erreichen. Finally. Gut, ein Level. Ich würde vorschlagen, wir reiten runter zu. Und gucken mal, was die da hingezimmert haben. Ob wir das mit den Granaten aufkriegen. Weil gestern hatten die Kinder Todes. Ich glaube nicht, dass sie jetzt heute plötzlich welche haben. Jetzt kommt gleich piep, 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 piep. Hör auf damit. One-Shot down, alles kompletter Stuff weg von beiden. Also One-Shot bin ich nicht, das habe ich schon getestet. Da ist direkt eine Alpha davor. Und da hinten ist... I see you. Immer noch nur eine Steinfläche, würde ich sagen. Ich kann einfach mal drüber jumpen am Gate vorbei. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich versuche auch vorbei zu jumpen, um ehrlich zu sein. Ups. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Jo, bin drüber. Bin drüber gesprungen. Bin auch drüber. Also man kommt rechts vorbeigesprungen. Auch mit dem, also wenn ich den Bachi schaffe, dann schafft ihr das auch. Aber liegt er hier offline, ne? Es liegt... Es ja, Red Eye. Nichts drin? Das merke ich auch nichts, ne? Gar nichts. Fleisch, Rohmetall ein bisschen. Aber wenn die umgezogen wären... Hier ist Opus-Schmutz drin. Ich bin so sauer, ich zerstöre selbst 200, den hier. Wie geht es? Die haben aber hier 295 durchgebranntes Metal in der. Echt? Das nehmen wir mit, dann können wir drüben. Wir haben doch unsere Smithy da noch. Kann man craften. Ich kann auch noch wieder ein bisschen aufsammeln, weil ich hatte noch mal über 20 Level gekriegt. Jo. Ja, ich bin jetzt schon full. Ja, Frosch kann noch ein bisschen. Ich hab ihm alle Level auf Raid gegeben, der hat das gar nicht. Ja, ich habe mein viel auch in 2, HP 3. gegeben. 2-3 hat er. Ja. Wo wir nochmal angucken könnten, wäre so Vulkan oder die andere Insel. Da waren wir auch noch gar nicht. Guti, zieh mal wieder ab. Was sagt ihr? Wo wollt ihr hin? Das Reh. Ich liebe diese Animationen, wie diese Wolken, die das hinterlässt. Das sieht so übel motiviert aus. So wie, ich reite jetzt los. Ich hab übel Bock. Oh, ich hab einen verbesserten Crossbow, sehe ich gerade. Echt? Da kommt einer Känguru-Typ. Känguru! Hinterher, 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 Känguru-Typ. Hinterher! Wir rufen Känguru. Hallo, Känguru-Typ! Bleib stehen, Känguru-Typ! Nein! Ich springe hinterher! Ich komme runter! Ja! Na klar! Ich muss vorher absteigen. Ich bin auch abgestiegen. Und hinterher! Ist hinter uns! Oh, er dreht ist er wieder uns? Umgedreht! Ja, ja, in die andere Richtung! Er ist einfach schneller als irgendwie wir zu viert ihm hinterher. Der wird uns auch für übel blöd halten, ehrlich. Hit. Boom! Boom! Er hat mich weggekickt. Noch ein Hit. Hit. 2 Hits. Irgendein Dodo. Spino, weg, Spino. Oh, hit it! Oh, Tainter, oh. Spino. Oh, oh! Weg. Ich bin ins Wasser. Frosch und ich können ins Wasser. Ja, der Spino schneller wie ich. Nein, nee, Spino ist hinter mir. What geh ins Wasser, geh ins Wasser. Ich hab keine Chance, ich komm nicht weg. Der stackt mich übel hart. Bin im Wasser. Wieso kommt denn der nicht hinterher? Wie dumm ist denn der Spino? Ja, ja. Ich bin auch ins Wasser. Ist auch abgedreht. So der ist richtig schnell. Was geht da ab? Ja, der ist ich bin auf Vollspeed abgehauen. Okay, also ich bin jetzt fast drüben bei der Lava-Insel. Oh, da kommt eine Tüla. Da kommt eine Tüla. Nein! Ja. Da kommt gleich Piep, Piep, Piep. Da kam Blackie, eine Tüla Blackie, Blackie, du bist einfach weg, oder? Hoffe ich mit dem ganzen Loot. Wir beide haben den Loot. Bin noch im Wasser. Sehr gut. Komm, komm mit rüber. Ich bin zur Vulkaninsel geschwommen. Der Spino war übel schnell, oder? Ja. Ich bin ja eigentlich gleich weggesprungen und losgelaufen. Und der ist vor allem auf zwei Beinen. Ist der umgedreht und dann war der hinter mir. Känguru bei mir. Auf der anderen Insel, aber es ist ein anderes. Aber es reitet einfach weiter und ich reite auch einfach in meine Richtung.
Bist du jetzt da, wo die Dingsbäume sind? Ich lauf zum... Ja. Ich bin gleich beim Vulkan drüben. Ich schwimme komplett bis zum Vulkan durch. Ich bin jetzt auf der Insel... da war ich vorher auch, genau. So, ich bin am Strand. Lass mal hinter zu dieser Insel laufen und mal darüber schwimmen, mal übersetzen. Ja, ich bin an der Dingsbums-Cave, Pearl Cave. In Blackie und mir reifte nämlich langsam ein Gedanke. Der Gedanke, dass wir nirgends sicherer wären, als an dem offensichtlichsten und billigsten Ort, an dem man überhaupt bauen kann. Der Gedanke, dass dieser Spot, der vielleicht der schlechteste für jede PvP-Base ist, in diesem Falle der beste sein könnte. Okay. Ja, ja, genau. Ich setz mal über zu der ganz hinteren, ja? Da ist ja der nächste Drop auch. Siehst du das? Zu der ganz hinteren? Das ja, ist doch... ich will mal gucken, ob da was ist. Einfach so, weißt du, ob da überhaupt irgendwo mal was stand oder ja, was weiß ich. Ja, wo der weiße Drop ist. Ja, genau. Genau. Ja. Ist das ein weißer? Ja, es kann sein. Mein Bambo ist tot. Oh, es tut mir schon leid, sag ich dir ehrlich. Aber Babbo ist ja noch am Leben. An sich ist das der unschlauste Ort aller Zeiten. Vielleicht ist es deswegen der schlauste Ort. Weißt du, vor allem, wenn wir uns halt an die hintere Seite aufbauen, wirklich, dass man es halt von der anderen Seite auch wirklich überhaupt nicht sieht. So richtig halt wirklich auf die anderen, ja, da hinten. Wo wir auf der Karte sind. Keine Ahnung, ich sag mal so, was haben wir zu verlieren, ne? Also, ich meine, wir können es einfach tryen. Und wenn das funktioniert, dann sind wir die super Profis, oder? Das muss man jetzt auch einfach sagen. Also haben wir einen Teleporter geplaced und alles vom Sumpf hier rübergebracht. Das war unsere letzte Chance und wir alle haben gesagt, wenn wir noch einmal geradet werden sollten, also ein viertes Mal, dann lohnt es sich nicht nochmal anzufangen. Dann ist auch für uns diese Season vorbei. Und natürlich brauchten wir wieder Mats ohne Ende für neue Turrets und deswegen war ich mal unterwegs zum Farmen. Was ist denn? Gar nichts ist los. Alter, hier sind übel viele Plants. Unknown vor. Ja, so also, wenn wir da bist und Poli, dann können wir noch ein paar Turrets machen, die wir jetzt nicht aufstellen. Ja. Genau. Ein Typ hier bei mir. Genettet. Okay, nächste Poli. Rockets hinter mir. Ach, es ist doch langweilig, wirklich. Scheiß Rocket Gameplay. Vor allem, das ist halt wirklich einfach nur so. Ja, Waffe raus, habt ich. Ziel suchen, Rakete. Bye bye. Ja, bye bye, sagt er noch, na wirklich. Ich bin echt weggeflogen, was soll ich da machen? Stört Vieh. Ich wette, der kommt eher. Aber ich bin halt eh naked, also. Sei es drum. Stopp. Hab's gekillt. Hatte nichts drin, aber es ist tot. Was ich jetzt noch suche, ist der Bag von meinem Dingens. Das könnte der Kano sein. Irgendein Kano hat ja mein Vieh gegessen. Ich weiß aber nicht, wo. Da oben fliegt gerade was runter. Der Typ kam gerade angeparachutet. Er guckt gerade zu seinem toten Känguru. Nee, der Typ ist auch tot. Legend. Der ist auch gestorben. Wurde der nach mir auch gekillt oder was? Hier liegt eine Leiche von dem. Mhm. Hier ist der Typ. Ich weiß nicht, wer das ist. Doch, Legends New. 94. Der rennt davon. Ja, der hat sein totes Känguru auf jeden Fall bemerkt. Warte mal, da ist das ein Bag. Könnte der mein Bag sein? Oh mein Gott, ich habe den Bachi-Bag gefunden. Ja, der ist noch komplett voll, ne? Er hat den nicht gelootet, weil den Kano den gegessen hat. Obwohl, nee, er hat ihn doch gelootet. Die Perlen sind draußen und das Poli ist noch da. Ah ja, der Känguru-Typ ist wieder da. Oh, vor mir. Ja. Ja, er kickt mich. Ja. Kannst du mich bitte darüber kicken? Please? Isa! Ja, hi. Das gibt's ja gar nicht. Hamsti, gib mir mal bitte den Kick. Ich muss in die Richtung. In die Richtung, Hamsti, bitte. Das Hamsti. Danke!
Nee, jetzt. Da kam Känguru einfach an. Ich sag, gib mir mal bitte einen Tritt, weil ich mit seinem Tritt zu unserem Tipi gleiten kann. Und es ist halt einfach Hamsti. Ich wusste nicht, dass es Hamsti ist. Okay, lol. Also Hamsti ist jetzt am Fernsehen. Jetzt mal kacken. Der, wer dem Baryonyx Raw Meat reingetan hat, auch Legende. Baryonyx, er ist nur Fisch. Am Dienstagabend, am Ende des zweiten Tages, haben wir also zum vierten Mal eine Base gebaut und endlich wieder zwei Normals auf unserer Metal-Butze irgendwo an einem Strand. Yeah. Und tatsächlich sind wir da zu diesem Zeitpunkt richtig stolz drauf. Ja. Und wenn ihr stolz auf mich seid und auf mein Team, dann würde ich mich mega über Daumen und Kommentare freuen. Lasst auf jeden Fall ein bisschen Liebe da. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch und ciao, ciao.